Hallo und seid mir herzlich willkommen zurück bei Planet Coaster. Und wir machen hier mal direkt weiter mit unserem Gebäude. Und zwar machen wir erstmal hier die Ecken fertig von diesem wunderbaren Gebäude. Das ist jetzt sowieso gerade das falsche Ding. Da müssen wir mal gucken, so ungefähr. Ja, das passt. Wo finde ich denn die anderen steilen? Steiler als das da. Steiler und größer natürlich. Jetzt müssen wir hier erst wieder in die Farben rein. Ganz ehrlich, komm, ich verändere die Farbe nochmal. Das ist ein bisschen... So, und den auch ein bisschen dunkler. Einfach ein bisschen gelber. Oder? Sieht es irgendwie moosmäßig aus? Ach komm, ich weiß nicht. Wir nehmen die Farben einfach erstmal. Müssen wir zur Not hinterher nochmal ändern. So. Zack. Okay. Jetzt braucht das ganze Ding auf jeden Fall ordentlich Gestaltung. Ja, ne? Also klein und so. Und schmal. Das ist das kleinste und schmalste, oder was? Die hätten wir auch noch. Die sind eigentlich nicht dafür gedacht, ne? Ach, ganz ehrlich, wen interessiert's? Okay, wir brauchen natürlich wieder irgendwie eine Art Gitter für den Balkon. Ich würde jetzt aber nicht schon wieder die gleichen nehmen, die wir die ganze Zeit hatten, sondern wir nehmen hier wieder mal einen richtigen Zaun. Lassen ihn ein wenig laden. Nehme ich eigentlich auf? Ja, ich nehme auf. Boah, die meisten Zäune sind so hässlich. Ganz ehrlich, wir machen wieder einen Fake-Zaun. Es funktioniert einfach. Es funktioniert zu gut. Stuck haben wir ja schon ausgewählt. Da müsste es doch irgendwo sein. Ah, ne. Moment. Jetzt ist das blöde Menü da im Weg. Ja, jetzt da. Okay, der hat die Farbe schon angepasst.
Das verstehe ich jetzt wieder mal nicht, wie er das jetzt gemacht hat oder wieso er es da macht, aber bei anderen dann wieder nicht. Ja, so ist besser. Ist besser als die Alternative. So. Und da fordert noch den. Nein, natürlich nicht. Die auch nicht. Da habe ich jetzt nämlich keine Lust drauf. Ah, ich weiß es noch nicht. Ich, wegen der Deko, muss ich mal gucken. Fenster sind immer wichtig. Die hauchen dem Ganzen nämlich ordentlich Leben ein. So, hier können wir vielleicht mal so eine große Tür nehmen. Finde ich gar nicht so schlecht. Bumm. Die ging mit Schmackes auf jeden Fall zu. Nee, ich wollte jetzt die Fenster haben. Hatten wir die schon hier? Die hatten wir bei dem anderen Gebäude. Dann hier vielleicht die. Ach ja, komm, warum nicht? Das sind jetzt bodentiefe Fenster einfach. An der Stelle zumindest. Ja, da oben kriegt man gar keine drauf. Kann ich höchstens so machen, oder das ergibt keinen Sinn. Haben wir von denen denn noch andere? Nee, nicht wirklich. Weil das sieht einfach zu. Das sieht zu überladen aus damit. Kriegen wir überhaupt irgendwie eine Tür rein? Warum sind die alle so riesig? Mein Gott. Ich meine, das sind hier 2,50 Meter. Das sieht auch überhaupt nicht so aus, aber. Das muss doch reichen. Aber guck mal, es sieht schon gleich viel besser aus. So, haben wir Dekor. Ich mach mal gerade hier alles wieder raus. Ja, komm, darfst gehen. Dankeschön. Wandschilder. Kuzmikoko. Ja, bisschen zu groß. Bisschen zu groß. Immer noch zu groß. Hier, sowas meine ich eigentlich, aber das ist ja alles so fett immer. Ah.
Ja, ist gut, ich hab's verstanden. Vielleicht ist das hier besser. Ist nicht ganz übertrieben. So, hier haben wir noch mehr Schilder. Die finde ich mal super hier. Oh, was ist denn hier los? Warum hat denn der da jetzt keinen Weg gebaut? Mist, das kann er nicht. Das ist natürlich blöd. Da ist der ganze Weg einfach schon zu weit. Pass auf, dann machen wir hier einfach Folgendes. Jetzt ist ein Weg drin, oder nicht? Ja, jetzt ist ein Weg dran. Okay. So, wie schlimm ist es jetzt auf dieser Seite? Ein bisschen Mist. Ne, es funktioniert nicht. Aber gut, das kriegen wir noch austariert, weil wir einfach das hier machen können. Nee, das ist blöd. Dann lieber so. Aber da brauchen wir 1 Meter immer, ne? Geht das schon wieder sehr weit darüber. Das fand ich nämlich eigentlich gar nicht so doof. Dann machen wir es doch so. Ach so, verdammt. Dann steht das Ding über. Ach, das ist jetzt aber wieder blöd. Nee, das geht aber nicht. Sorry, das ist... das geht wirklich nicht. Ja, mir bleibt nichts anderes übrig. So geht's. So ist es einigermaßen akzeptabel. Okay.
So, machen wir da ein paar Büschkes dran und ein paar Pflanzen. Alles, was das Leben schöner macht. Es ist aber auch wirklich so, ne? Grün verändert so unglaublich viel. So, und das werden wir hier auch noch ganz schick hinbekommen. Die sind einfach so ultra tief. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Beim besten Willen nicht. Hier war mir das gerade gar nicht so aufgefallen. Der geht sogar. Wir haben aber auch jetzt sowieso mehr Platz. Von daher mache ich den mal ein bisschen höher. Haben wir jetzt aber auf einer anderen Seite auch. Warte mal. So, ich mache es aber trotzdem anders. Ich mache dann nämlich hier die Stehenden hin. Okay, so, das wäre das. Ja, jetzt hätte ich gerne noch so ein paar Kletterpflanzenmäßiges. So, ne? Als würde das quasi so ein bisschen darüber gehen. Und dann machen wir noch das. Nein, das natürlich nicht. Okay, die gucken sehr weit raus. Dann nehmen wir die nicht. Dann nehmen wir hier nochmal diese Ranken. Die sind ganz schön. Das ist irgendwie zu viel. Tulpen brauchen wir erstmal nicht, davon haben wir genug. Aber hier und da mal so ein kleines Blümchen. Die haben wir auch schon. So, da kümmern wir uns noch drum, dass das so ein bisschen aussieht, ne? Als wäre da halt ein Beet.
Keine Ahnung. Ich platziere einfach gerade mal irgendwie was. Ups. Da lädt er ein wenig nach. So, und wir haben auch unsere Zeit schon wieder erreicht. Gucken mal, dass wir hier einen schönen Abschluss wieder finden. Die sehen jetzt alle so ein bisschen gleich aus, die Thumbnails. Ich weiß das. Die Rückseiten haben halt jetzt sehr wenig gestaltet, aber so von vorne. Ja, das wird. Oder? Was meint ihr? Ja, so lassen wir es mal. Ich finde es schon ganz gut. Es wird, denke ich, wenn es fertig ist, sehr, sehr cool aussehen auf jeden Fall. Ist natürlich immer so ein bisschen Arbeit, ne? Das alles irgendwie einigermaßen detailgetreu irgendwie zu gestalten. Aber ich denke, es lohnt sich. Also, es sieht hinterher halt einfach irgendwie stimmig dann aus und so ein bisschen, ja, wie so ein Miniaturland irgendwie. Und es macht halt Spaß. Und das ist ja eigentlich die Hauptsache, ne? Also, ich bin gespannt. Wir sind jetzt bei 90 Folgen oder so. Ich bin echt gespannt, wo die Reise noch hingeht und, ja, wie der Park irgendwann mal aussehen wird, weil bis jetzt ist kein Ende in Sicht und das ist ja so ein riesiges Gebiet, also was wir da alles machen können. Wahrscheinlich könnten wir hier 1000 Folgen aufnehmen und es wäre immer noch irgendwie genug zu tun. Aber so dieser ganze Bereich hier jetzt allmählich wirkt echt sehr homogen. Also ich bin bis jetzt ziemlich zufrieden. Und ja, freue mich darauf, was noch so kommen wird. Aber jetzt machen wir erstmal wieder Pause. Ich schicke einen schönen lieben Gruß in die Runde. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Und bis dahin habt wie immer einen super Tag.